Möglichkeit, Töne zu erzeugen, und zwar durch Berühren dieser Platten. Unter den Platten verstecken sich nämlich Kontakte, hier, und wenn ich hier die Platte zumache, ist sozusagen der Kontakt geschlossen, und Chetan kann wieder mal auf ihre Weise uns vorführen, wie man Bewegung in Klänge umsetzt. Hier werden Infrarotstrahlen weitergegeben und Sie hören schon, wenn ich den Infrarotstrahl unterbreche, dann gibt es Töne und dann kann ich solche Töne erzeugen. Ja, so einfach ist das. Ich darf Ihnen jetzt Herrn Seifert vorstellen. Er hat übrigens diesen Rahmen, dieses Videophon entwickelt. Er hat sich aber noch mehr einfallen lassen. Und zwar hat er ein Elektrodenkostüm für seine Frau entworfen. Und er kann damit, wenn er diese Elektroden berührt, Zärtlichkeit in Töne umsetzen. Und das ist vielleicht ein Tipp für die Zukunft. Yeah,